Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind auf Minibrunn. So, der Kartoffelzirkus wird so langsam fertig, denn wir haben gar nicht mehr so viel. Den läppischen Rest da hinten. Und in der Zeit wird noch unser Raps gesät. Wo ist er? Hier. Und er sät weiterhin Raps. Gut. Soll mir recht sein. Und fröhlich weiter Raps säen. Ihr seid okay. Euch geht's gut. Dir geht's gut. Was hat er drin? 8000 Liter. Gut. Jetzt gucken wir, ob hier noch was drin ist. In Kartoffeln. Gewaschene Kartoffeln. Silo ist leer. Alles klar. Das heißt, wir haben noch hier 8000 Literchen. Und das kriegen wir noch vor der nächsten Ernte fertig. Mann, bin ich froh. Und I. Ja, Stücke vor. I. Jawohl. Fertig? Na, dann gehen wir noch an den zweiten ran. Und I. Ja, ich fahre ja schon ein Stück vor. I. So. Wunderherrlich. Was können wir noch machen? Du säst. Okay. Erntereif ist noch nichts. Und gedüngt ist alles. Und dadurch, dass wir hier auf bereits gedüngtem Boden nochmal aussehen, ist dann auch gleich gedüngt. Super. Unkraut gibt es auch nirgends. Oh Mann, ich find's toll. Da haben wir fast schon wieder Zeit, uns um Bäume zu kümmern. Da haben wir fast schon wieder Zeit, uns um Bäume zu kümmern. So, mal gucken, wie viel jetzt hier noch rauskommt. Sehr gut. So, I. Und während der abkippt, drücke ich mal Steuerung G. Der hat nichts. Und der hat eine Palette. Schweinefutter. Alles klar. Bringen wir gleich in den Stall rüber. Dann geht es unseren Schweinchen wieder gut. So. Ich muss mir endlich mal was einfallen lassen, was ich mit dem Mist und der Gülle mache. Genau. Jetzt gucken wir mal hier rein. Wir haben 8000 Liter Gülle und 6000 Liter Mist.
Jetzt ist die Frage, wie weit kommen wir damit? Kann ich damit schon ein ganzes Feld machen oder brauche ich da 100.000 mehr? Und warum hast du 0% Produktivität? Freundchen, hier ist alles im besten Zustand. Siehst du hier, die Hühner haben 100% Produktivität. Also warum produktivitiert ihr die hier nicht? Die haben genug Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben. Ich könnte euch sogar Weizen, Gerste noch reinschütten. Mais auch. Oh, Stroh schon bei 80. Sehr gut. Warum lädst du nicht auf? R. Ach, du hast nichts zum Aufladen. Ach komm, tut doch nicht so. Du siebst doch hier die ganze Zeit durch. Na gut. Wenn ihr nichts habt, hat gewaschene Kartoffeln und hat noch keine Premium-Kartoffeln. Okay. Hat gewaschene Kartoffeln, hat doch keine Premium-Kartoffeln. Gut. Du hast leer, leer, Wasser voll. Okay. Ah, was ich noch gucken wollte. Und zwar, es gibt einen neuen Tankanhänger. Für Benzin. Mal gucken, wo fand ich denn den? Unter Tankstelle? Oder bei Anhänger? Service-Anhänger. Fuel-Tank. Der war es nicht. Das war der Überladewagen. Den habe ich. Und zwar gab es einen Tankanhänger. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich mir einen Tankanhänger kaufe. Güllefässer. Da muss er bei Anhänger sein. Nein, zurück. Nee, hier sind nur normale. Hier sind keine Tankanhänger drin. Da gab es so einen hübschen kleinen Tankanhänger. Dann könnte ich nämlich meinen jetzigen Tankanhänger umkonfigurieren als Gülletransporter. Was mir natürlich demzufolge sehr entgegenkommen könnte. Das hier sind alles Gülletransporter. Fronttank 3000 Liter wäre auch eine Idee. Was sind das? Absetzrahmen. Hier sowas. Aber der ist nur für Gülle. Und sowas gab es, glaube ich, auch für Benzin. Trendtank. Ach, für Hakenlift. Ja. Nö, keine Ahnung. Dann gibt es den natürlich mal wieder nicht. Oder ich habe ihn wieder vergessen zu installieren. Na gut, bei Diverses war er nicht. Da gibt es aber den hier für 8000. Wäre auch eine Idee. GFK-Fass. Kein Frucht. Achso, habe ich ja schon mit dem Kippanhänger. Absetzcontainer.
Serviceanhänger. Hier, ist der das? Der würde doch reichen. Eine kleine Tankstelle. Kostet 6.000 Euronen. Und was haben wir drinne? 1.500 Liter. Würde reichen. Ich probiere mal, ob ich aus dem anderen überhaupt einen Gülletank machen kann. Aus dem hier. Nee, hier steht gar nichts von Gülle. Das ist gar kein Gülletank. Das heißt, der ganze Spaß hat sich schon mal erledigt. Gut. Dann brauche ich wirklich ein echtes Güllefass. Was würde das kosten? Der kleine. Warum kann man das hier nicht einfach nach Preis sortieren lassen? Hier, sowas. 22 Riesen. So, der hier hat eine Arbeitsbreite von 10 Meter. Und kostet 10 Riesen. 9 Riesen. Den könnte ich sogar nehmen. Den könnte ich mir sogar leisten. So. Ach, das ist ja wieder ein Russe. So. Mir reicht der hier mit 10 Meter Arbeitsbreite. Reifenvariante Belchina. Süß. Aufkleber. Ach so, mit Zahlen. Cool. Reifen sind mir aber egal eigentlich. 10 Meter Arbeitsbreite, Farbetiketten. Felgenfarbe würde ich gerne schwarz nehmen. Hauptfarbe? Nee, ist Wasser. War das Gülle? Grün, wa? Und Designfarbe? Welche ist denn das? Wo seht ihr hier eine Designfarbe? Ach, hier unten. Ja, das Ding ist egal. Mach es schwarz. So. Kaufen? Ja. Okay. Wir haben einen Gülleanhänger. So. Ja, jetzt muss ich hier wieder auffüllen und dann fahre ich mal unseren Gülleanhänger holen. Dann werde ich nämlich bei der nächsten Ernte mal gucken, wie weit wir damit kommen. Oh, der ist fertig. Sehr gut. Und er macht immer noch Raps. Oh, warte mal, jetzt gehört uns ja das Feld da drüben auch. Das heißt, ich muss jetzt hier hinten erstmal abbrechen, damit er nicht auf die glorreiche Idee kommt, mein Sonnenblumenfeld platt zu machen. Ich kenne dich, Giants. Dein Johnny ist nämlich etwas, ja. So, pass mal auf. Und? Ja, sag doch, der wendet jetzt. Vergiss es. Der wendet jetzt nämlich und macht da mal. Und macht da mein Sonnenblumenfeld platt. So. Hä? Es ist zumindest alles Raps. Aber es ist nur zum Teil gedüngt. Okay, dann werde ich hier mit dem Dünger drüber fahren. Ach, alles muss man selber machen, Johnny. Aber wisst ihr was? Haben wir jetzt Unkraut? Nein.
Das heißt, wir werden... hochfahren. Mit der Geschwindigkeit. So. Könntest du mal bitte beiseite fahren? Danke. So. Ich hätte jetzt gerne aufgefüllt. Danke. Und ich hätte jetzt gerne abgestellt. So. Ha. So, bevor ich dich jetzt losschicke, guckst du mal nach den Hühnern. Denen geht's halb gut. Gut, ich werde denen jetzt noch einen weiteren Korb hinstellen. So. Dann haben wir nämlich hier eine Weile Ruhe. Okay. So, du wirst jetzt rüberfahren. Und zwar wirst du A, den Düngehansel mitnehmen und B, eine Wiesenschleppe. So. Und damit fährst du bitte nach Feld 2. Sehr gut. Und der zweite? Warte mal. Das warst du. Du hast Pflegebereifung drauf. Das ist doof. Du wirst die zweite Wiesenschleppe nehmen. Und auch rüberfahren. So, und ich werde jetzt mal gucken. Der hier oben hat nichts, nur der. Gut. Und stopp. Ha. Du
Du wendest übrigens jetzt nach links, ja. Ah, der bleibt wieder in den Baumstümpfen hängen. Du wendest jetzt nach links, mein Freund. Und ich werde dich beobachten, John. Ich sitze neben dir auf dem Platz und gucke, was du Dummes machst. Ja, der bleibt an dem Baumstumpf. Ja, lass mal. Sobald jetzt hier die Ernte durch ist, werden wir die Felder zusammenlegen, dann gibt es da keine Baumstümpfe mehr. Okay. Der macht das richtig. Das heißt, du... zack. So. Es läuft. Ich stelle jetzt hier hin. Und dann würde ich sagen, warte, dass du dich wieder schief fährst. Ganz gerade stellen. Ha. Und läuft. Okay. Und ich sage dann von hier aus, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. See you later.